gleich eröffnet als Headliner für den heutigen Abend. Hier sehen wir nochmal die Gegenüberstellung. Größten Vorteil für Moel. Auch im Punkto Gewicht hat Hartev ein paar Kilo mehr, ist allerdings auch 8 Jahre älter. Und wir sehen, Hartev direkt aus der Käfigmitte will hier in Dampfwalzenmanier sofort die Distanz überbrücken. Lazar weiterhin leichtfüßig, wie wir ihn kennen. Für Todev muss die Strategie sein, am Anfang viel zu bewegen, sich nicht stellen lassen, die ganze Zeit seitlich rauszirkeln und so zu versuchen, diesen frühen Takedown zu verhindern. So, und da haben wir es. Erster Takedown-Versuch schon mal verteidigt von Lazar. Je länger dieser Kampf dauert, desto besser ist es für Lazar Todev. Oh, harte Hand von Hartev, aber mit der Schulter geblockt von Todev. Lazar hat auch in seinem Kampf gegen Adam Balasch, der ein ähnlich voluminöser Hühne ist wie Hartev Moel, das Ding, sein Gameplan, 3 Runden lang durchgezogen, explosiv geschlagen und hatte danach nicht mal das leiseste Anzeichen von Müdigkeit. Also der Mann ist wirklich konditionell top. Ist natürlich aber auch die Frage, wie das gegen eine Ringer-Dampfwalze wie Hartev Moel aussieht. Aber bisher 1A Takedown Defense. Ohne groß Probleme schüttelt er da seinen Gegner von den Beinen ab. Und wir dürfen nicht vergessen, es ist ein Titelkampf. Das heißt 5 mal 5 Minuten. Todev weiß, er hat jede Menge Zeit, um hier seinen Gegner erstmal müde zu bewegen und dann seine Akzente zu setzen. Sehr, sehr schön zur Seite wegbewegt. Wirklich smart von Lazar. Aber der kurze Haken von Hartev, wenn der getroffen hätte, hätte das auf jeden Fall böse gescheppert. Und normalerweise stehen die Kämpfer ja mit erhobener Deckung. Das heißt, die rechte und die linke Hand sind vor dem Gesicht. Wenn man natürlich aber gegen einen... Oh, schöner Seitwärtshaken von Todev. Wenn man natürlich aber gegen einen Ringer kämpft, wie Hartev, kann man, so wie es Lazar Todev auch mal macht, zuweilen die Hände runternehmen, weil dann eben die Verteidigung für einen Beinangriff leichter fällt. Aber das birgt natürlich die Gefahr, dass der Kämpfer den Beinangriff antäuscht und dann mit den Schlägen oben sein Ziel findet. Und wenn du da nicht schnell genug die Hände oben hast, kann es auch ganz schnell mal vorbei sein. Schöner Lowkick von Todev. Und der nächste Takedown-Versuch. Aber Todev direkt mit dem Underhook zieht seinen Gegner da wieder hoch und verhindert so, dass Hartev die Hände überhaupt zusammenbekommt hinter dem Bein. Hartev weiter in der Offensive, versucht Lazar an den Käfig zu stellen, aber der macht das extrem geschickt, um diese Takedowns zu verteidigen. In dem Moment, wenn es darauf ankommt, ist er auf einmal schon wieder über alle Berge. Also, die Spinning Backfist war noch in den letzten Kämpfen schon da. Ja. Extrem schnell, extrem präzise. Und schaut euch mal diese Beine von Todev an. Ja. Beine wie Baumstämme. Das macht es natürlich umso schwieriger, wenn man in einen Takedown reinshootet, die Beine auch zu umklammern. Wenn die dann jeweils einen Umfang von 1,50 Meter haben, ist das gar nicht mehr so leicht. Und eben jede Menge Power auch hinten dran steckt, in der Hüfte, in den Oberschenkeln, die dann nach hinten gebracht werden. Und natürlich auch in den Low Kicks, die immer wieder landen. Ja, Lazar macht jetzt die Low Kicks immer wieder. Das gefällt mir gut, denn damit hat Hartev in jüngster Vergangenheit, ich glaube in seinem Kampf gegen Jeremy Kimball war das, als er gezeigt hat, dass er anfällig dafür ist, dass er damit Probleme hat. Und natürlich auch, wenn er immer für den Takedown shooten möchte, ist einfach auch viel Gewicht auf dem vorderen Bein. Und deswegen stellt das vordere Bein ein hervorragendes Ziel für die Low Kicks dar. Auf der anderen Seite ist Todev halt auch immer nur auf einem Standfuß, wenn er den Low Kick macht. Das bedeutet, er muss unfassbar schnell sein, um die Kicks hier umzusetzen, ohne dabei auf den Boden zu landen. Ja, Moel könnte mehr fintieren, unten antäuschen und eben dann oben die Overhand versuchen ins Ziel zu bringen. Weil jedes Mal, wenn
Todev die Hände runternimmt, eben oben Platz ist oder die Lücke ist. Und genau in dem Moment hat er das gemacht. Unten gezuckt, oben den Schwinger gebracht und Todev damit recht gut getroffen. Die letzten 5 Sekunden in dieser ersten Runde. Neue sucht dieser Overhand immer. Spannender Kampf, sehr, sehr spannender Kampf. Das muss sein Gameplan sein. Er muss oben und unten anfangen zu variieren. Unten täuschen, oben schlagen, oben täuschen, unten den Takedown versuchen zu bekommen. Aber jetzt knallt's hier. Vorher mit dem Seitwärtshaken. Guter kurzer Hook von Harte. Ja, es scheint, als hätte Harte viel spontan Gefallen am Striking gefunden. Und die Tatsache, dass er ringt, seit ein kleiner Junge ist, mal außer Acht gelassen. Und wir dürfen nicht vergessen, der Mann hat im Iran Bundesliga gerungen. Das ist nochmal ein ganz anderes Level als das, was wir hier bei den Bundesliga-Ringern haben. Aber, wie wir sehen, Atif hat auch Spaß daran, hier die Fäuste sprechen zu lassen. Ja, nach diesen 2, 3 guten Aktionen von Harte, Todev ein bisschen langsamer und wird jetzt hier hart am Kinn getroffen. Der erste wirkliche Wirkungstreffer in diesem Kampf. Und Harte hat Blut geleckt, er versucht hier weiter. Lässt Laza aber auch zu weit vom Käfig wegkommen. Er muss ihm hier den Weg abschneiden. Aber Harte auch. Teilt sich hier seine Kräfte gut ein. Der weiß genau, dass er wahrscheinlich noch viel vorhaben wird heute Abend, dass der Kampf im Fall des Falles auch über die Zeit gehen kann. Und Todev ist ein kleines bisschen zu passiv geworden jetzt in dieser zweiten Runde. Er macht nicht mehr so viel wie im Durchgang 1 und vor allem ist er nicht mehr so vielseitig. Kurze Führung ins Ziel gebracht und der linke Haken von Hartev hat ganz, ganz knapp verfehlt. Aber da spürt man, dass ein unfassbarer Wumms dahinter ist. Also Hartev hat sich auch im Kampf gegen seinen letzten Gegner, Wallace Carvalho, ein Mann, gegen den beide Kämpfer angetreten sind, auch wirklich gut weiterentwickelt. Hat dort auch mehr im Stand gezeigt, nicht nur eben die Ringerdampfwalze gemacht, sondern auch gezeigt, dass er Leute im Stand dominieren kann. Das natürlich gepaart mit seinen ringerischen Fähigkeiten, weil das immer der erste Impuls seiner Gegner ist, dass das die Taktik ist, auf die man aufpassen sollte. Guter Low-Kick wieder von Todev. Eben davon muss er mehr machen. Ja. Sobald er aktiv wird, sobald er anfängt, seinen Kopf zu bewegen und eben diese 1-2-Kombination, diese Low-Kicks bringt, macht er es Harte viel, viel schwerer. Wenn er einfach nur dasteht und den Jab so halbherzig rausfeuert oder auf diesen Konter-Hook arbeitet, dann hat Harte bessere Karten, hier seine Schläge anzubringen. Und das linke Bein von Harte ist an der Wade schon wirklich gut gezeichnet. Harte wechselt auch gelegentlich mal die Auslage, weil das offenbar schon Spuren hinterlassen hat. Das bedeutet, Laza ist mit diesen Calf-Kicks auf das vordere Bein definitiv auf dem richtigen Weg. Er muss sie halt nur richtig timen. Er muss sie richtig platzieren. Er hat die Power dafür. Oh. Eben das meine ich an dem Kampfstil von Todev. Es ist sehr, sehr überlegt, sehr, sehr kalkuliert alles. Jetzt trifft Laza mit dem linken Seitwärtshaken, aber Moel kommt direkt wieder nach vorne. Und seine Coaches rufen Hartev zu, er soll die Führhand mehr benutzen und währenddessen wird er hier von einer starken Kombination von Laza getroffen. Gute Jab-Jab-Cross-Kombination von Todev. Jetzt nimmt das Ganze wieder mehr an Dynamik auf. Noch eine Minute in der zweiten Runde. Gute Körpertreffer von Moel. Harte versucht es wieder mit dem Takedown. Hat das linke Bein. Das sieht vielversprechend aus, aber er hat die Pläne wieder verworfen. Jetzt hat Schlaser die Hüftkontrolle. Meine starke, Güte. Starke Defense von Tode. Stark den Takedown verteidigt und sofort umgeschaltet, sich selbst
diese Backposition im Stand geholt. Aber dann kurz angehoben und gemerkt, ah, der ist doch ein bisschen schwerer, als ich dachte. Und ihn wieder gehen lassen. Die letzten 20 Sekunden der zweiten Runde laufen. Beide taktieren hier weiter. Schöner Frontkick durch die Mitte von Lazar. Genau, aber sowas gesehen. So. Männer, was geht ab? Ja, sehr eng. Todev ist sehr variabel. Und er sollte auf jeden Fall, wenn er Erfolg haben soll, wirklich mit diesen Calf-Kicks weitermachen. Weil Noel erhöht den Druck und er ist nicht ungefährlich mit seinen Powerhands. Ja. Das ist so das Ding, was ich sehe und wie ich das Ganze auch beurteilen würde. Ich genieße es im Übrigen sehr, neben euch beiden zu sitzen. Wir genießen es, dass du uns Gesellschaft leistest. Wir hoffen natürlich, ihr, liebe Zuschauer, genießt es zu Hause vor den Monitoren auch. Und Runde 3 im Schwergewichtstitelkampf bei Octagon hat gerade angebrochen. Und die Intensität hat seit der ersten Minute nicht wirklich nachgelassen. Also beide sind immer noch munter am Weiterfeuern. Auch wenn sich langsam abzeichnet, dass Moel mit diesen Takedowns keinen Erfolg hat. Wollte ich auch gerade sagen, wie viele Takedown-Versuche waren es? 4, 5 und bisher jeder relativ easy, ja, verteidigt von Lazar, the Punisher Todev. Ja, und ich meine, wenn wir uns mal angucken, gegen wen Hartev bislang gekämpft hat, das sind Leute, die hat er niedergemäht, als gäbe es keinen Morgen. Und Lazar, das finde ich das Beeindruckende an Todev, er lässt das so einfach aussehen. Das ist wirklich etwas, was ihn auszeichnet. Aber die Schläge von Hartev treffen auch. Er ist nicht nur ein guter Ringer. Knackiger linker Haken ans Kinn von Todev, aber der schüttelt sich einmal und sagt, let's go. Hartev arbeitet weiter in diese rechte Overhand rein. Die Low-Kicks von Lazar kommen mittlerweile etwas zu halbherzig. Jetzt hat er den Käfig gestellt. Es wird brenzlig. Da waren mal 2, 3 gute Treffer von Hartev the Boss. Und da der nächste. Noch einer. Wer hätte gedacht, dass Hartev hier so das Startfeuer rauspackt. Und er feuert weiter. Oh. Vielleicht reicht das hier gleich für einen Knockout. Das ist ja unfassbar. Wer hätte das denn gedacht? Spinning Backfist von Todev. Spinning Elbow-Versuch, wow, zur anderen Seite. Jetzt wird's interessant. Auch wenn Hartev jetzt hier den Knockout noch nicht bekommen hat, einfach dadurch, dass er nach vorne geht und mehr schlägt und, ja, trifft, gewinnt er die Runden, wenn sie knapp sind vielleicht. Ja. Und Todev muss aufpassen, dass er nicht durch diese Passivität zu viele Runden abgibt. Wir sind bereits in der 3. Runde. Das heißt, so langsam müsste er auch ein bisschen aktiver werden, wenn er nicht einen engen Kampfverlauf am Ende auf den Punktrichterzetteln haben will. Also ich muss sagen, ich hätte niemals damit gerechnet, dass das hier so ein Striking-Fest wird. Von allem nicht von der Seite von Hartev. Ich bin wirklich beeindruckt, was der Mann hier, also wie schnell der vor allem seine Treffer macht. Aber da meldet sich auch Todev wieder zu Wort. Todev wieder mit niedriger Deckung. Muss hier aufpassen. Da war wieder mal ein Low-Kick da. Von dem könnte er mehr bringen. Die treffen eigentlich gut. Guter Körperschlag von Hartev. Und wir sehen hier die Statistik. Signifikante Schläge. 30 für Hartev. Nur 17 für Todev. Man merkt an der Art und Weise, wie Hartev schlägt, dass er sein Ziel gar nicht treffen will. Der will durch sein Ziel durchschlagen. Das ist wow. Oh. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dürfen wir auch nicht vergessen, wenn man seine ganze Kraft in diese Schläge reinlehnt und man trifft dann nicht, dann kostet das unfassbar was an Kraft. Vor allem bei dem Körpergewicht und bei der Masse, die ein Hartev-Moil hier mit in den Käfig bringt. Genau, man muss sich das so vorstellen. Du musst erst alles beschleunigen und danach musst du diese Beschleunigung auch wieder komplett stoppen können, wenn es nicht der Gegner für dich macht, indem er deinen Schlag absorbiert. Saftiger Calf-Kick. Aber war da Schienbein auf Schienbein? Es sah so aus, als hätte es Todev. Es klang auf jeden Fall so. Es war so ein Schnalzen. Ja, hat Todev, glaube ich, auch ein bisschen wehgetan.
Da wieder diese Jab-Jab-Cross-Kombi von Todev. Wow. Man merkt, die Schläge von Hartev sind härter, aber die von Todev sind deutlich besser in der Geschwindigkeit. Und jetzt haben sich auch beide schon, glaube ich, ordentlich verausgabt hier in dem Kampf. Hartev boxt weiter. Das hätte ich niemals im Vorfeld erwartet. Das ist zu hart. Und auch nach der dritten Runde sind sie keine Freunde geworden. Ja. Und weiter geht die wilde Fahrt im Schwergewicht. Nächster Takedown-Versuch von Hartev. Schöner Körpertreffer von Hartev. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, wie sind die beiden konditionell aufgestellt? Also bei Todev mache ich mir relativ wenig Sorgen. Er sieht immer noch super entspannt und locker aus. Ja. Was aber halt auch daran liegt, dass er nicht so wahnsinnig viel macht. Also vielleicht sollte er jetzt in Runde 4 und Runde 5 mal ein kleines bisschen mehr Action bringen, um eben sicher die Runden für sich zu gewinnen. Es ist und bleibt spannend. Jedes Mal, wenn die beiden kollidieren, muss man damit rechnen, dass eine Bombe sitzt, die den Kampf entscheiden könnte. Guter Low-Kick wieder. Hartev hat mir vor kurzem in einem Interview erzählt, dass er die Kämpfe bislang bei Octagon, eingeschlossen den heutigen Kampf, mit einer gerissenen Trizepssehne macht und erstmal demnächst operiert werden muss. Das hält den Mann nicht davon ab, hier ins Octagon zu steigen. Aber wenn der Mann mit einer kaputten Trizepssehne kämpft und so einen Kampf abliefert, dann fragt man sich natürlich auch, was für einen Kampf liefert er dann, wenn er erst gesund ist. Ja, wir haben gerade eben gesehen, dass Hartev kurzzeitig mal die Auslage gewechselt hat. Und das ist eben aufgrund dieser Calf Kicks. Wir sehen auch, die linke Wade von Hartev ist inzwischen deutlich dicker. Ja. Ist rot, bläulich. Also da sind auf jeden Fall einige Treffer draufgekommen. Und er merkt es. Ja, die Beine von Hartev werden zunehmend langsamer. Und jetzt versucht Lazar, seinen Gegner eben in den Angriff abzufangen. Er arbeitet mit der Führhand, also im Prinzip nur mit langen linken und rechten Geraden, um die Angriffe von Hartev zu unterbinden. Aber er schlägt immer nur mit, er geht nicht selber in die Initiative und in den Angriff. Ungewöhnlich eigentlich, da kennen wir Todev anders. Ja, Moe ist immer gefährlich mit diesen wuchtigen Schlägen. Wenn die treffen, tut es auf jeden Fall weh. Lazar boxt auch gut im Rückwärtsgang, hat hier gerade mal so eine rechte Gerade beim Zurückgehen auf die Stirn von Hartev getroffen. Da wurde Hartev einmal kurz durchgerüttelt und jetzt sind beide wieder in der Mitte vom Käfig. Lazar wieder, Hände unten, kein Problem. Bringt jetzt die rechte ansatzlos, ohne Vorarbeit. Und Lazar kriegt sein Timing mittlerweile besser hin, während in den ersten zwei Runden diese Seitwärtshaken von Hartev noch besser getroffen haben, schafft es Lazar jetzt immer, diesen letzten Zentimeter weg zu sein, der nötig wäre, dass der Schlag sitzt. Also Und da sitzt aber schon eine. Ja, also, da war zum Glück noch für Todev eine Hand dazwischen und hat ein bisschen Power weggenommen. Aber trotzdem hört man da diesen Aufprall. Ja. Noch eine Minute 15 in der vierten Runde. Hätte mir das gestern Abend jemand gesagt, dass dieser Kampf eine vierte Runde sieht, hätte ich vermutlich einen Hunderter dagegen gewettet. Ja, also MMA zeigt wieder mal, dass alles anders kommt, als man es erwartet. Ja. Nächster linker Seitwärtshaken von Hartev. Jetzt artet das Ganze hier Stück für Stück in ein Schlaggefecht aus, aber die Stirn von Hartev ist jetzt noch mit einem Cut geöffnet.
Und schon wieder dieser harte Kick auf die vordere Wade von Moel. Und bei den Beinen von Todev muss sich das anfühlen, als würde man den Baseballschläger auf die Wade gehauen kriegen. Noch 30 Sekunden in dieser vierten Runde. Und die Spinning Backfist von Laza. Das ist sein, ja, ist ein Move, der so ein bisschen sein Markenzeichen wurde. Je nachdem, wie die Distanz steht, nimmt er das als Backfist, also als Schlag mit dem Handrücken. Oder halt, wenn er in eine nähere Distanz kommt, auch mal ganz gerne mit dem Ellbogen. Oh, und jetzt sehen wir, dass Moel Schwierigkeiten hat, weiter auf diesem Bein zu stehen. Autsch, eine Faser im Bein dadurch kaputt gemacht wurde. Ja, schau dir einfach mal den Unterschied der beiden Beine an. Ja. Also die linke Wade, ich würde nicht sagen doppelt so dick, aber auf jeden Fall ein gutes Stück dicker außen. Vielleicht sollte ich das mal in mein Wadentraining mit einbauen. Dann hätte ich auch irgendwann mal noch so stramme Waden. Ja, und hier hat er versucht, wieder in die nahe Distanz zu kommen. Er weiß, dass er keinen dieser Kicks mehr abbekommen sollte, weil das sonst für ihn ein Game Over bedeuten könnte. Es reichen zwei Kicks. Zwei Kicks von einem Mann wie Laza reichen. Der könnte damit Pferde zum Sitzen bringen, so wie der zutritt. Das ist gar keine Frage. Aber jetzt wird es noch mal gefährlich und damit für die Zuschauer natürlich auch interessant. Ja, wir haben gerade eben die Buchmacher eingeblendet gesehen. Und dort ist Moel der Favorit. Das heißt, manche sehen den Kampf so, dass Moel der Aktivere ist, die besseren Treffer landet und Todev im Moment das Nachsehen hat. Wow. Nächster Schlagabtausch. Laza hat zwischendurch mal auf die Uhr, auf die Zeit geguckt oder zu seinen Coaches. Und da sitzen die nächsten Schläge von Hartev wieder. Also wirklich ein ganz, ganz enger Kampf. Und die Coaches in Hartevs Ecke sagen ihm, er soll in die Auslage wechseln. Oh, weil er hat einen satten Cut an der rechten Augenbraue, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber nicht nur ein Cut, sondern auch eine extreme Schwellung. Jetzt muss er hier schauen, dass er das Ding noch über die Zeit bringt. Uiuiuiui. Aber da hat er angeklingelt. Todev kurz an. Und er sitzt nach. Und er sitzt nach. Und Todev hat jetzt Schwierigkeiten. Wenn er jetzt richtig ablässt, dann findet der Kampf hier vielleicht noch ein vorzeitiges Ende. Todev war am Wandeln und Moel geht hinterher. Absolute Krieger, diese beiden Schwergewichte. Die lassen alles hier im Käfig. Aber jetzt. Die feuern aus allen Rohren. Laza wackelt immer noch. Aber Moel muss jetzt natürlich auch kurze Verschnaufpausen einlegen. Und auch auf sein rechtes Auge aufpassen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Brutale Schwellung da an diesem rechten Auge. Ein Cut oben drüber. Also viel sieht er da nicht mehr raus. Nee. Und da ist der nächste Carve-Kick. Das ist ja furchtbar. Moel ist auf einem Auge fast blind und schmeißt einfach auf gut Glück seine Arme nach vorne. Und das Krasse ist, er trifft dabei auch noch. Wie wild ist das denn? Er nimmt die rechte Hand jetzt ganz hoch, um die verletzte Stelle zu schützen. Die letzten zwei Minuten laufen jetzt. Jetzt findet dieses Match seinen Höhepunkt und Laza boxt weiter. Nachdem er zwischendurch auf wackeligen Beinen unterwegs war, ist er jetzt wieder eher in Kontrolle. Moel versucht es wieder mit dem Takedown und sein Auge sieht schlimm aus. Meine Güte. Gott im Himmel. Das wird sich vermutlich gleich auch mal der Arzt etwas genauer angucken wollen. Ja, wir haben es hier mit einem Titelkampf zu tun. Das heißt, wir können hoffen, dass sie da sagen, wir lassen ein bisschen mehr durchgehen als normalerweise, weil die zwei einfach den Kampf so entscheiden wollen und nicht durch irgendeine Doktorentscheidung. Ja, also ich glaube, jetzt ist es wirklich angemessen, wenn man sagt, Moel kämpft nur noch mit einem Auge. Frei nach dem Motto, mit dem zweiten sieht man besser. Und er trifft selber wieder mit der Linken. Ja, gibt's das? Beide Kämpfer landen ihre Schläge. Eine Minute noch. Laza macht das gut. Er
aber es ist punktetechnisch super riskant. Hier hat der Todev kurz am Bein gehabt, aber dieser bewegt sich wieder zur Seite raus. Es könnte für Hartev eine gute Idee sein, Todev in der Ecke festzunageln. Noch nicht mal für den Takedown zu gehen, sondern einfach dafür zu sorgen, dass Lazar nicht schlagen kann. Wow. Wow, was für ein Kampf. Noch 30 Sekunden. Oh, das Auge von Hartev. Meine Güte. Das gibt es doch nicht. Also auch hier muss man jetzt schon sagen, beide Kämpfer geben alles, liefern ab im Schwergewicht. 5x5 Minuten zu kämpfen. Die kämpfen wie zwei Löwen, das ist unfassbar. Eine absolute Leistung. 10 Sekunden noch. Wow. Und der Boss schmeißt noch mal alles rein, was er hat. Wow. Was für ein fulminanter Kampf von den beiden Jungs im Schwergewicht. Hartev, komplett demoliertes Auge, aber hebt ihr siegessicher die Arme nach oben. Genauso macht es Lazar. Ladies and gentlemen, after 5 rounds, we go to the judges' court. 48, 47, 49, 46, and 49, 46, all for the winner. And the new heavyweight octagon champion, the Boss!